Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß! Eingeschaltet habt. Ich sitze hier wieder in einer geschmeidigen Dreierrunde. Einmal mit Eugene zu meiner Rechten und einer Gästin, deren Namen ich gleich verraten werde. Denn wir reden heute über Kurze für Kinder und Jugendliche, über die Kinderfilmszene in Berlin und insbesondere über das Cookie in Berlin, nämlich das internationale Kinder- und Jugendkurzfilmfestival. Und ich freue mich sehr, dass die Monika Koschka-Stein zu meiner Linken sitzt. Hallo Monika. Hi. Jetzt habe ich es schon verraten, du kommst direkt vom Cookie und hast damit unfassbar viel zu tun. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was du da genau machst? Also, ich weiß nicht, wenn du, wann dieser Podcast live geht, aber... In 3 Tagen. In 3 Tagen, okay. Hoffentlich. Ja, also in 2,5 Wochen fängt unsere Festival an und da hast tierisch viel zu tun. Mhm. Wir haben im März angefangen, Filme zu recherchieren und zu gucken und ein Team zusammenzustellen und sowas. Und fängt immer so ein bisschen langsam an und jetzt ist es wild. Also war wirklich, und es ist auch Freitagnachmittag heute, wo wir miteinander treffen. Und ja, das war eine sehr volle Woche. Mhm. Und ganz viel Troubleshooting, Last-Minute-Entscheidungen. Gestern haben wir die Planung gemacht für die Eröffnungsveranstaltung. Ob es Musik gibt, was für Filme da gezeigt werden und warum und wie wir uns präsentieren wollen. Und ja, also es ist wirklich nonstop. Und Cookie ist ein ganz kleines Team, das muss ich noch dazu sagen. Interfilm ist ein ziemlich großes Team. Also Cookie ist der Kinder- und Jugendsektion von Interfilm. Das gibt schon länger als Cookie. Es wird das 11. Ausgabe sein jetzt dieses Jahr von Cookie. Und Interfilm gibt schon seit 35 Jahren. Mhm. Und das Interfilm-Team ist relativ groß, aber Cookie ist mini klein und wir benutzen ganz viel von der Infrastruktur von Interfilm. Mhm. Aber trotzdem sind es wirklich, eigentlich sind wir 3 Menschen, die tierisch viel stemmen. Und ein paar Leute kommen noch dazu. Mhm. Und du machst dort einmal die künstlerische Leitung und die Programmleitung? Was heißt das genau? Was bedeutet das? Ja, hört sich so ganz locker an. So nebenbei. ja, genau. Das ist eigentlich auch nebenbei. Ja, weil eigentlich ist mein Bereich, wie es halt so ist in so einem mini-kleinen Team, dass ich jedes Bereich übersehen muss und koordinieren muss. Das heißt wahrscheinlich oder es bedeutet wahrscheinlich was ganz anders bei anderen Festivals. Bei uns ist es so, als Artistic Director ist es schon ein Teil meines Visions geworden, was wir bei Cookie machen. Und dafür setze ich mich ein, so fast in jeder kleine Detail. Und sehe zu, dass die Leute mit mir am engsten arbeiten, auch diese Vision teilen. Mhm. Was ist da in dem Sinne deine Vision? Du hast den starken Fokus eben auf die Kurzfilme für Kinder und Jugendliche, die auch besonders gut zu kuratieren. Wo steckt da genau die Vision drinne? Was ist die Vision für Cookie oder für dich, wenn du die Filme schaust? Ich glaube, das ist die meisten Erwachsene nicht mehr bewusst, wie mächtig ein Film wirkt. Und das ist mir nie verloren gegangen über den Jahren. Aber besonders als ich ein Kind bekommen habe vor 15 Jahren, ist es mir natürlich noch klarer geworden, was kann man ein Kind zumuten. Und also als ich zufällig zu Cookie gekommen bin, eigentlich um auszuhelfen, als das erste Gründungsteam ausgestiegen ist nach 2 Jahren, also ich bin im 3. Cookie-Jahr dazu gekommen, ein bisschen zu helfen, so Last-Minute-mäßig, und habe ganz schnell gesehen, dass es wirklich absolut mein Ding ist. Mhm. Diese Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zu erreichen mit dem Medium-Film, weil
Wir können alle ein Buch lesen und das bewegt uns und inspiriert uns und begleitet uns vielleicht ein ganzes Leben lang, wenn wir Glück haben. Aber dieses gemeinsame Erfahrung im Kino zu sitzen und einen Film ausgesetzt zu sein, im dunklen Raum, was da möglich ist, ist wirklich wahnsinnig. Und ich glaube, das ist, ich hab in meiner kurzen Zeit bei Cookie, also die letzten 8 Jahre, habe ich immer wieder versucht, anderen Gleichgesinnten zu finden im Kinderfilmgebiet. Und es gibt ein paar, aber die meisten sehen das zu locker, meiner Meinung nach, was die damit bewirken oder wie die Filme wirklich einen Einfluss haben auf Kinder. Und das ist eben das, was uns hauptsächlich bewegt bei Cookie ist. Mhm. Wie würde jeder einzelne Film wirken für jede unterschiedliche Altersgruppe? Und wir zeigen Filme von 4 bis für 4-Jährigen bis 18-Jährigen. Und wir arbeiten ganz eng mit kleinen Kindern und mittleren Kindern und Jugendlichen und wollen immer Feedback haben und hören, wie die Filme ankommen. Wir sitzen selbst im Kino. Das sehe ich auch nicht unbedingt bei anderen Festivals. Also wir sehen zu, dass wir mindestens abwechselnd mittendrin beim Publikum sitzen können, um zu schauen, wie kommen die Filme an, was haben die für Fragen, wo waren wir fehl am Platz. Und wir teilen auch Feedbackbögen bei jeder Screening aus. Und das ist wirklich nur für unsere eigene Bewertung, zu gucken, wie wir sind. Also diese Möglichkeit, Kinder die Welt zu öffnen, irgendeine Gemeinschaftserfahrung zu haben und die andere Erfahrung weltweit zu erleben. Und auch der Austausch. Also ich muss da gerade an 2 Sachen denken. Einmal habe ich selber überlegt, was eigentlich so mein erster Film im Kino war, als ich Kind war. Und dann letztendlich der zweite Film, den ich dann gesehen hatte, da habe ich das erste Mal im Kino geweint als Kind. Und also der Film war super schön, den mag ich auch heute noch total gerne. Und habe aber gemerkt, dass dieser Film was mit mir macht, dass ich sozusagen auch traurig bin. Und das fand ich total krass. Das war ein ganz, ganz heftiges Gefühl. Also deswegen kann ich gut nachvollziehen, wenn du sagst, wir merken vielleicht manchmal gar nicht, wie stark so ein Film wirkt auf alle Sinne und was das mit einem macht, egal ob man jetzt Kind oder Erwachsener ist, aber Kinder sind da viel direkter in ihrer Reaktion auch. Ich glaube auch vielleicht auch durch die Menge von Sachen, die man gesehen hat, ne? Also ich glaube, so als Kind ist dieser Vergleich nicht so stark, ne? Dass du dann abgelenkt wirst durch, naja, das habe ich doch schon mal da gesehen oder das ist doch hier vielleicht. Und also, du wirst wirklich reingezogen in den Film als, nehmen wir es Neuling, und siehst die Sachen halt so, wie sie eigentlich wirklich gedacht sind, vielleicht eher sogar, als, wie gesagt, wenn die gut gemachte Filme sind. Aha, weil ich habe das schon auch erlebt, dass Kinder überhaupt gar nichts verstehen und natürlich kommt der Film nicht an. Aber genau, wenn es stark gemacht ist, dann sind die diesen Film komplett ausgeliefert. Das andere Ding ist, also was für Filme habt ihr gesehen als Kinder oder als Jugendliche, die euch immer noch begleiten als Erwachsene? Star Wars zum Beispiel, ne? Star Wars? Ja, würde ich sagen. War das für dich? Einer. Also mein erster Film, muss ich mal überlegen, das habe ich gar nicht so prägnant im Kopf. Du meintest, du weißt ja, welcher Film es war. Also bei dir. Wo ich geweint habe, das war König der Löwen tatsächlich. Und ich fand aber zum Beispiel auch total sowas wie Mary Poppins toll oder Aristocats oder Michel aus Lönneberger. Den kenne ich. Das ist von Astrid Lindgren. Ja. Der war halt so ein frecher, blonder Junge, der halt das gemacht hat, wonach ihm war. Und das fand ich toll. Irgendwie so dieses Ausprobieren, neckisch sein. Ich habe auch sehr viel gelacht darüber. Ja. Ich kann mich fast mehr an die Fernsehsachen erinnern. Gut, Star Wars, du kennst Kino eher Star Wars, aber. Same. Genau, also da kann ich mich mehr an diese ganzen, diese ganzen Kindersendungen, die es da gab,
Ja, fangen wir von der Augsburger Puppenkiste an, ne, wo die Puppen da halt so gut gespielt wurden, dass man halt das Gefühl hat, ja, die leben da wirklich, ne? Und man als Kind da, theoretisch ist es ja auf dem Screen das, was man halt vorher mit einem Puppentheater sieht, aber man trotzdem da so reingezogen wird und das Gefühl hat, so, man erkennt da sich wieder, in Anführungsstrichen, oder wie auch immer, hier bei Jim Knopf, ne? Damals wurde ja von der Augsburger Puppenkiste super gespielt. Bei mir war es noch Löwenzahn und Siebenstein. Löwenzahn, und Siebenstein, das kennen irgendwie gar nicht so viele. Das ist eine Frau, die hat Antiquitätsladen. Also da sind so ganz viele Antiquariat. Nee, nicht Antiquariat, da sind ja nur Bücher drin. Mhm. Also so ein Tante-Emma-Laden mit allem Möglichen drin. Mhm. Von der gefundenen Zauberkugel bis hin zu einem alten Buch. Und die hat halt einen lebendigen Koffer dort, der immer im Regal steht, was auch eine Puppe ist, der sprechen kann. Und ein Rabe, nämlich der Rabe Rudi. Und der macht halt immer nur Quatsch. Und sie entführt die beiden aber immer zu total tollen Geschichten mit den verschiedenen Gegenständen, die sie bei sich in diesem Laden hat. Und die erleben halt verschiedene Abenteuer. Und man hat immer so kleine Gedichte und Erzählungen und Sachthemen, die behandelt werden. Oder also ich kann mich nur an den Rabe Rudi erinnern, glaube ich. Genau, der war immer ganz frech und sah aber ganz kuschelig aus, die Puppe. Aber das finde ich, also Entschuldige. Wollte fragen, und was mit Jugendfilmen? Was ist das? Ganz ehrlich gesagt. Ja, okay, aber was ist das, was vielleicht, wenn du jetzt nicht sofort drauf kommst, was war das Unpassendste, was du gesehen hast als Jugendliche? Unpassend, wie meinst du unpassend? Vielleicht nicht für Jugendliche gedacht, oder wo du dachtest, so das Zeitpunkt, so holla. Na, ich würde sagen, Friedhof der Kuscheltiere. Okay, wie alt warst du? Da war ich noch Vorjugendlicher, da war ich, glaube ich, 10 oder so. Und wie immer, ne, diese heftig, typische. Ja, aber hier waren es nicht Gremlins, wie heißen die denn? Diese Gremlins. Goonies oder Gremlins? Die sehen erst süß aus, aber wenn Gremlins. Sie mit Wasser berührt Gremlins. Werden, dann. Ja. Genau, das hatte meine Schwester mal mit. Meine Schwester ist ein bisschen älter als ich. Und meine Eltern waren nicht da und sie wollte aber diesen Film unbedingt gucken. Der Klassiker. Ja. Der Klassiker. Und dann war ich natürlich neugierig und habe den mitgeguckt. Und dann kam diese Szene, wo die halt mit Wasser betropft werden und sich verwandeln. Und dann meinte meine Schwester, hat noch so kurz geguckt, ob ich das noch aushalte. Und dann meinte ich so, nein. Und dann würde ich schnell rausgelaufen. Und sie hatte total Angst, dass ich es meinen Eltern erzähle. Ich habe es dann nicht erzählt, weil ich fand es ja selber spannend. Aber eigentlich war es too much. Mhm. Hast du es zu Ende geguckt oder hast du dort aufgehört? Oh, das weiß ich nicht mehr. Aha. Hast du überhaupt noch zu Ende geguckt oder nie wieder? Ich glaube, sie hat mich nach der schlimmen Szene wieder reingeholt und meinte, jetzt ist die schlimme Szene vorbei, alles ist wieder gut oder so. Mhm. Ich glaube, ich habe den noch zu Ende geguckt. Mhm. Oh, das ist gut, wenn das so abgeschlossen ist. Ich glaube schon. Ja. Also wenn es schon angefangen ist, dann... Gut, ich habe jetzt Friedhof der Kuscheltiere deswegen zu Ende geguckt, weil ich wollte es wirklich zu Ende gucken. Nein, aber es war wirklich, aber es ist ja immer der Klassiker, ne? Irgendein Kumpel, ne, der darf ein bisschen mehr als du zu Hause, und dann hat er halt die alten Kassettensammlungen von den Eltern irgendwie auf dem Dachboden. Die alten Videokassetten, in Anführungsstrichen, aber die Videokassetten, die halt irgendwie haben. Und ich habe dann einen ganz verbotenen Film, so eine Art, ne? Willst du nicht mehr, ne? Und dann kommt man da hin und dann guckt man sich das an und denkt sich so, eigentlich will ich das gar nicht sehen. Das ist viel zu viel. Das ist dann auch krass, man geht dann auch mit einem krassen Gefühl danach ins Bett. Schläft man nicht so gut. Ja. Also bei Kindern noch, ne, da ist ja noch die Verbindung, glaube ich, noch viel stärker, genau wie du schon vorher meintest, so viel stärker, dass man halt dann auch ganz schnell auch sofort am selben Abend davon träumen kann halt, ne? Und man trennt die Leinwand noch nicht so stark von der Realität halt. Und was wir jetzt vielleicht als Erwachsene eher machen, dass wir sagen, okay, das war ein Film, ja, wie splatterig oder wie Explosionen da sind, das ist alles in dem Film. Und ich weiß noch vorher, wo ich klein war, habe ich auch immer trotzdem dieses typische, wo man sagt, vorher bei den, ja, wie kommen die Leute in den Fernseher, ne? Also diese typische Frage, wo du halt diese Trennung einfach nicht hast, und dich fragst, oder ich hatte es mit Bruce Lee Film, da gab es ja, glaube ich, auch so einen Film, Der Mann mit der Todeskralle, wo die, glaube ich, auch so ein Filmset theoretisch nachgespielt haben, und ich weiß nicht, ob es Der Mann mit der Todeskralle war, aber auf jeden Fall, dass diese Verbindung mit, was passiert mit den Leuten, die da sterben eigentlich? Mm. Sind die dann wirklich tot? Ach oder? So, Rolle und der echte Schauspieler. Genau, ne? Dass man da erstmal verstehen musste, okay, das ist eine Rolle, die spielen das nur, die sind gar nicht echt tot, und die spielen einfach nur. Und
da ist natürlich, deswegen sage ich definitiv, also so ein Kind sieht einen Film natürlich ganz anders. Oder jemand, ich sage nicht nur Kind, aber jemand, der halt nicht so filmerfahren ist einfach, was ja Kinder in der Regel sind, hoffe ich, dass sie noch anders haben. Aber trotzdem ist es blöd, denen nur so blöde Unterhaltung zu zeigen. Und das ist das, was die eigentlich nonstop sehen im Fernsehen oder nicht nonstop. Und Deutschland ist ziemlich gut mit Kinderfernsehen, aber Was siehst du denn als blöde, in Anführungsstrichen blöde Unterhaltung? Also was wäre das, wo du sagst, ich denke mal, du meinst blöd so einfach, oder? Gehe ich mal von aus. Nicht unbedingt einfach, aber so nach Formeln. Du musst jetzt nicht sagen, welcher Film, aber ich meine halt, meinst du so Standard im Fernsehen, was läuft, oder was meinst du mit einfacher Film? Oder Formeln, Entschuldigung, du hast ja Formeln genannt in dem Fall. Quietschige Stimmen, ich weiß es nicht, kann ich jetzt nicht unbedingt beschreiben, aber was wir gemerkt haben in unserer Arbeit mit Cookie und mit Kindern und Jugendlichen, ist, dass auf jeden Fall ganz, ganz kleine Kinder, die wollen Spaß haben, die wollen lachen und das soll man denen gönnen. Und es gibt auch kluger Spaß oder hübsch gemachter Spaß auf jeden Fall. Also oft sind die Animationen, die man sieht im Fernsehen, nicht so schön gemacht, zum Beispiel. Aber wenn man das Ghibli-Studio anguckt, zum Beispiel, was die da bieten, das ist natürlich eine ganz andere Weltklasse. Das ist wirklich sehr fein und sehr, sehr poesievoll. Und das kann man auch kleinen Kindern zeigen. Also nicht Sachen jetzt unbedingt von Miyazaki für ganz kleine Kinder. Die sind auch dann traumatisiert. Oder es hängt von den Kindern ab. Aber und dann so ein bisschen so sechs Jahre alt sind die auch so. Also bei Cookie sind die Programme auch so gestaffelt. 4+, 6+, 8+, 10+, 12+, 14+. Weil wir sehen, dass die Entwicklung, also wir haben nicht wir sind keine Pädagogen. Wir arbeiten mit echten Kindern und fragen denen einfach, wie die Filme wirken. Und das ist nicht aus Büchern gelernt. Das ist wirklich was wir erleben. Und wie viel passiert in diesen 2 Jahren Stufen? Also 4 bis 6 auf jeden Fall wollen die Spaß haben und auch was lernen. Also Fakten, die sind total interessiert in Fakten und Sachen lernen, verfolgen. Andererseits sind die total experimentierfreudig. Also kann man vielleicht die abgefahrensten Sachen zumuten, visuell. Solange die nicht gruselig sind. Man muss sehr aufpassen mit Musik, haben wir gemerkt, mit Kindern, also mit allen Kindern eigentlich, unter 10 würde ich sagen, die sind sehr empfänglich für Sounds und für Musik. Also vielleicht ist die Geschichte gar nicht so gruselig, aber sofort, wenn so ein Soundteppich, der Bass, da irgendwie so... Ja, genau. Irgendwas dann, oder was Atonales, die sind total so, oh scheiße, was passiert? Ja, das ist wirklich ganz interessant zu beobachten. Ja, und dann so, würde ich sagen, so ab 8, ab 10 wollen die schon so ein paar interessante Themen haben. Bisschen Konflikt, andere Welten, dann sind die vielleicht offener für andere Verhältnisse in andere Länder, andere sozialen Schichten sind die, können die das besser nachvollziehen? Und natürlich, das sind Sachen, die wir auch mit unserer Moderation und unserer Fragerunden beim Festival auch vertiefen können und müssen, meiner Meinung nach. Also es geht auch dabei, dass wenn man bei Cookie zu Besuch ist, dass es kein passives Filmerlebnis ist. Das ist, einerseits kriegt man erstmal mit, was ein Festival bedeutet. Also das wollen wir auch jedem Kind und Jugendlichen klar machen, dass ein Festival ein besonderes Ereignis ist, was einmalig ist im Jahr. Dass es ganz viele Festivals gibt für Musik und für Kunst. Und das heißt ein Zusammenkommen von Können und ein Austausch und was das bedeutet für die Gesellschaft und für diejenigen, die das Glück haben, da zu sitzen. Das ist was Besonderes ist. Also das wollen wir auf jeden Fall vermitteln und auch gleichzeitig sagen so, das ist eure Stadt,
geh da raus. Ihr habt das Glück, in Berlin zu wohnen und hier ist so viel los und es gehört euch allen. Und das sollt ihr wahrnehmen. Und ihr sollt da reingehen und nicht Angst haben irgendwie vor einer großen Galerie. Ihr sollt reingehen und eure Meinung sagen. Und wenn es euch nicht gefällt oder wenn ihr Fragen habt, dann lasst die los. Also das wollen wir auch ermutigen, also mit unseren Festivals. Es ist nicht nur Film jetzt, es ist so Kultur allgemein. Und das meine ich so mit unserer Vision bei Cookie, dass es schon so eine größere Vision ist, angeknüpft an diese Filmfestival. Und dann sehen wir auf jeden Fall bei 12 plus, 14 plus, 16 plus, dass die Grenzerfahrungen brauchen, mehr und mehr. Also ab 14-Jährige, das ist nichts Schöneres als ein spannendes Programm zu machen für Berliner Jugendliche, die da hingebracht werden zum Festival von ihren Schulklassen. Du siehst sie schon, die kommen rein, die holen ihren Smartphones raus und so, okay, das wird easy, ich werde gleich einpennen und viel lieber das als Schule. Und dann kommt der erste Film und wir haben die. Und das ist super, weil wir wollen auch, dass die mit unserer Filmauswahl, dass die Bock auf Filmfestivals haben und nicht denken, dass es irgendwas ist für akademische Leute, für Streber, für keine Ahnung was. Und das könnte man denken, wenn man auf anderen Festivals geht. Ja, da sehe ich auch so mit den Untertiteln, dass fremdsprachigen Filme nicht deutsch untertitelt sind für Jugendlichen. Und dann denke ich so, da sitze ich da alleine und lache bei einem schottischen Film. Denke so, ja toll. Das bringt den Kindern nicht so viel. Die haben ihre Publikum nicht so ernst gemeint. Und das, wir kooperieren mit Untertitler in der HU, so dass wir das ermöglichen können. Und auch für die ganz Kleinen habt ihr eine besondere Untertitelung, nämlich dass ihr Einsprecher habt. Genau. Da sozusagen auch nochmal, also da, auch da ist es möglich, internationale Filme zu zeigen, weil ihr extra Leute habt, die das. Also wie nachsynchronisiert oder? Genau, wie macht ihr das live, genau? Live, also Schauspieler kommen und das ist eigentlich ziemlich klassisch bei ganz vielen deutschen Filmfestivals jedenfalls. Schauspieler sitzen hinten und vertonen das live. Also man kann immer noch das Originalsprache hören und es ist ein bisschen zeitversetzt, dass man wirklich auch so reintunen kann in das Originalsprache, wenn man das möchte, wenn man das kann. Ja, so dass man das auch mitkriegt, ja, dass es andere Sprachen gibt. Und in unserer Jugendsektion zeigen wir zum Beispiel, haben wir drei Fremdsprachprogramme, Französisch, Englisch und Spanisch. Und die haben nur intralinguale Untertiteln, also Originalsprache. Also im Spanischsprachprogramm zum Beispiel kommen die Filme aus Argentinien, Mexiko dieses Jahr, Uruguay, Spanien. Und die haben nur Spanisch in Untertiteln. Und das ist einfach so. Und die sind super Filme. Also die sind spannende, zeitgenössische Filme, sehr unterhaltsam, auch ganz wichtigen Gesellschaftsthemen. Aber es ist halt so eine spannende Klassenunterricht im Kino und wo man Sprache erleben kann, wie es in unterschiedlichen Ländern gesprochen wird. Wie findest du denn Filme, ich hatte gerade das Gespräch davor zu Pixar etc. Wir hatten gerade das Thema, weil Pixar oder Disney zum Teil auch haben es ganz gut hingekriegt, halt Filme zu schaffen, die zum einen für Kinder gut anschaubar sind und gleichzeitig aber auch Erwachsene sehr gut erreichen. Mhm. Also eben nicht nur, also von der ganzen Thematik oder auch mit dem Subtext ganz gut gespielt wird, dass du zum Beispiel, also du hast mehrere Ebenen, die halt manche Sachen, die verstehen die Kinder einfach gar nicht, aber die fühlen sich aber wohl, weil sie sehen, wie jemand ausrutscht oder wie auch immer. Aber der Erwachsene erkennt dann den Subtext oder die Nostalgie sogar, die damit so ein bisschen mitschwingt. Wie findest du solche Filme? Ja, super. Ja, bin ein großer Pixar-Fan. Disney habe ich ein paar Probleme mit. Also Frauen kommen auf jeden Fall viel, viel zu kurz. Also das ist wirklich eine Welt für sich. Aber ich bin auch mit Disney, mit den großen klassischen Animationsfilmen aufgewachsen. Ich bin in Australien aufgewachsen und bin fast 50. Also ich bin so ein klassischer Disney-Kind gewesen. Aber ich fand die auch voll gruselig, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Pinocchio kann ich mich noch dran erinnern, auch noch. Ich Pinocchio habe ich erst sehr spät als Film gesehen, kannte das Buch dazu und
fand das Buch war unglaublich schon spannend, dass er da in diesem Wal drinne war. Ja, ja. Also das hat mir keine Angst gemacht, aber ich bin auch immer so ein Ozeanmensch. Okay. Ich bin so unter Wasser und so immer mega spannend. So ein Mensch an so Seilen und der das kann sich nicht frei ich bewegen und so. Nicht, nee, das fand ich auch nicht befremdlich. Nee. Da sieht man mal, ne? Unterschiedliche Wahrnehmung. Aber ja. So bei Disney, also da, das ist ein Podcast für sich, glaube ich, ja, wenn natürlich. Man darüber sprechen möchte, aber so die Moral und sowas, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Also, ich find halt also einfach, dieses Schwarz-Weiß, nee, klar, dieses für diese Prinzessinnen-Propaganda, wenn du bloß wartest, einfach warten und brav sein und dann kommt dein Prince Charming. So, oh Mann, ey. Nee, das hat so viele Schaden angerichtet bei so vielen Frauen, weil das ist auch natürlich nicht nur von Disney, sondern auch von anderen Stellen. Aber Pixar ist ziemlich cool. Aber die sind ja auch neuer, ne? Das muss man dazu sagen. Ich meine, Disney hat einfach diese alte Kultur, also eine längere Kultur. Mhm. Die ändern sich ja auch jetzt mit den Sachen, die rauskommen. Pixar hat ja jetzt gerade eben mit so neuen Sachen angefangen halt. Ne? Mhm. Und deswegen, glaube ich, haben die auch eine ganz andere Richtung geschaffen halt einfach. Und wie gesagt, ich finde einfach echt eine Kunst, wie sie das hinkriegen. Ich weiß nicht, wie jetzt bei den Einreichungen, ob das auch so ist, aber wie die es hinkriegen, dass du halt wirklich die beiden Schichten in Anführungsstrichen erreichst. Egal, ob es jetzt ein Kind ist, ein Jugendlichen oder ein Erwachsenen, nimm dir sowas wie Alles steht Kopf auf Deutsch, wo ein Jugendlicher fühlt sich genauso angesprochen, weil er das Gefühl hat, ja, genauso fühle ich mich vielleicht gerade wie ein Erwachsener, der sieht auch damals, kann ich mich genau daran erinnern und so würde ich mir die vorstellen, die Gedanken, die in meinem Kopf sind. Mhm. Und ein kleines Kind sieht einfach nur die lustigen Animationen und freut sich genauso. Und diese Mischung hinzukriegen ist, glaube ich, super schwierig und super interessant, wie man da mit dem Bildmedium oder mit dem visuellen Medium umgeht, um die Leute zu erreichen halt. Mhm. Ne? Und wie ist denn dann bei der Einreichung? Ist es genau, hast du da auch solche, auch vielleicht mit Live-Action-Sachen, wo die ähnlich sind, wo du so alle erreichst? Oder ist es oft so, dass es dann eher für Kinder oder eher für Erwachsene ist? Also wir zeigen bei Cookie Animation, Dokumentarfilm, teilweise Experimentalfilm, also wenn es geht. Wenn es passt, ich bin immer auf der Suche, um so das ganze Spektrum auch präsentieren zu können, was es überhaupt an Film gibt. Und Live-Action natürlich. Ich würde sagen, weniger. Also in einem Kurzfilm ist es sowieso so reduziert, so auf den Fokus gemacht, dass das schwierig ist. Andererseits. Aber auch machbar, ne? Also das machen die Pixar auch mit ihren Kurzfilmen. Ja, die haben eine ganz andere Herangehensweise. Ich würde sagen, also bei Cookie, die Filme, die wir aussuchen, explizit, wir wollen wirklich diese Altersgruppe abholen. Mhm. Und wir wollen auch unsere Filmfestival für die machen, nicht für die Eltern, nicht für die Lehrer. Also natürlich wollen wir auch, dass die kommen und das mögen, aber wir wollen es wirklich so klar machen, so wie wir die Programme präsentieren, wie unsere Moderatoren auch mit die Kinder und Jugendliche umgehen, dass die in erster Linie ernst genommen werden. Und ich glaube, zum Beispiel, wenn ich an das Kindergartenprogramm denke von dieses Jahr, nee, da gibt's sicher ganz viele Filme drin, wo Erwachsene sagen so, oh Gott, ist das lang. Echt? Aber zeig das mal ein vierjährigen Kind. Ich meine, komm, die waren nie im Kino. Das ist, da muss man aufpassen. Es braucht ganz wenig. Wir haben zum Beispiel im Kita-Programm dieses Jahr, das ist ein gutes Beispiel, weil auch so paar von meinen Teammitglieder jetzt haben diese gespannt, Film komplett übersehen, weil die meinten so, oh Gott, das ist so langweilig, auch so lang und so einfach. Und als ich es gesehen habe, dachte ich so, wow, das ist ein perfekter Kindergartenfilm. Es ist eine Animation aus Kroatien. Man sieht leicht experimentell auch, es fängt an mit zwei, drei Schnecken und die gehen so langsam über die Leinwand und dann finden die Farbe und muss dann fangen die an so. Muss ich eine Spoilerwarnung aufmachen? Nein, aber die malen dann halt
Also, what do you say in German? Their trail, their Schnecken. Also ihren Pfad, ja, ihren Pfad nachmalen. Genau, genau. Und dann fangen die an, Farben zu mischen. Mhm. Und dieser Moment ist eben so, also der Timing ist perfekt für kleine Kinder. So, die sehen so, ein Schnecke geht hier lang mit Blau. Eins geht hier lang mit Gelb. Und dann langsam, so, ich bekomme jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das Ding ist, die sind alle in der Kita, die haben schon ihre Erfahrung gemacht mit Farbenmischen und die wissen, was kommt. Und dann fangen die an zu schreien, so, es kommt grün, wir kommen. Und dann das Gleiche, so mit Orange und so die anderen Farben. Und dann, ich möchte es auch nicht spoilen, aber es gibt auch so, es steigert sich. Und es ist sehr schön. Aber das ist ein Beispiel. Das ist nicht für Erwachsene gemacht. Mhm. Und ich bin auch sehr froh darüber. Das ist wirklich für 4-5-Jährigen gemacht. Die werden voll auf ihren Kosten kommen und das abfeiern. Und das auf der große Leinwand zu sehen, ich freue mich schon drauf. So. Aber dann würde ich da nochmal einsteigen und fragen, ist das ein eigener Markt, diese Richtung? Weil ich habe das Gefühl, viele Filmemacher oder junge Filmemacher oder wie auch immer haben so Kinderfilme gar nicht im Kopf irgendwie. Ne? Also das ist so, geht so ein bisschen unter. Auch im Studium kann ich sagen, wir hatten das gar kein Thema dazu. Also irgendwie, Jugendfilme ja, aber, oder? Das ist der klassische Abschlussfilm. Ja, gut. Spielt in die eigene Jugendzeit, oder? Ja, sowas vielleicht schon noch, aber so jetzt, was du gerade erzählst, so von einem Kinderfilm, wo du wirklich so. Ja, also die mir einfallen, stechen dann auch immer als Einzelgänger oder Gängerinnen heraus, also die dann sich wirklich einem Kinderthema annehmen und das erzählen wollen und auch so erzählen, dass es wirklich gut gemacht ist oder dass ich das Gefühl hatte, wow, das würde ich gerne einem Kind in dem Alter zeigen, was ich vielleicht auch kenne, sind sehr, sehr also wenige. Also kaum kenne ich, also in meinem Jahr aber keiner und ich, deswegen frage ich gerade, was passiert zum Beispiel mit den Filmen danach? Werden die danach noch irgendwie ausgewertet oder ist es das landen die nur bei den, Thema. Ne? Ja, das ist echt traurig. Wir werden jedes Jahr von Lehrer gefragt, wo können wir diese Filme nochmal sehen. Und Interfilm hat einen Verleih. Und wir haben auch paar Kinder- und Jugendfilmprogramme im Verleih, ein paar einzelne Filme. Aber hauptsächlich ist es ein Verleih und Vertrieb für erwachsene Kurzfilme, international. Aber es ist teuer und schwierig zu arrangieren. Und aber es muss einen Weg geben. Es gibt ein paar Modelle. Dänisches Filminstitut hat so ein wahnsinnig geilen Projekt. Dänisches Filminstitut hat gesehen, dass es wenig Sinn macht, Filme zu fördern, wenn man sich nicht um den Nachwuchs kümmert. Punkt. Ja? Ich meine, das muss man erstmal sacken lassen. Das ist wirklich wunderbar. Und die haben das so intelligent gemacht. Mittlerweile sind, glaube ich, 95% aller dänischen Schulen in diesem System. Die bezahlen, glaube ich, zwischen 100 und 200 Euro im Jahr. Also jede Schule, ist abhängig von wie groß es ist. Also ich glaube, so alle Einrichtungen, also Kindergärten, Grundschulen und Sekundarschulen, Gymnasien. Und für diese Summe bekommt jede Lehrkraft, jedes Kind Zugang zu einer großen Datenbank an Filmen, Langfilmen und Kurzfilmen, einheimisch und international, die entweder in der Schule gucken können oder auch zu Hause gucken können. Und es gibt auch Begleitmaterialien, die gehen so weit. Es ist ein relativ neues Projekt. Ich glaube, es ist jetzt in dem zweiten Jahr. Aber die haben schon sofort gesehen, dass die, wenn die pädagogisches Begleitmaterial machen müssen, müssen die schauen, wie die das machen für jede Altersgruppe. Mit dieser Idee, dass die auch attraktiv sind, auch für Jugendliche oder für Kinder. So, dass die wirklich so, okay, ich habe diesen Film gesehen, interessant, okay, dann gucke ich mal, was kann ich hier machen? Und also es gibt mehreren Sachen, die man machen kann. Es gibt Spiele und ich glaube, mit Comics machen die irgendwas. Aber die waren dabei, mit einem Team von Leuten Ideen zu sammeln und zu entwickeln, wie man auch ältere Kinder und Jugendliche erreichen kann, so dass die über die Filme
nachdenken und sich damit auseinandersetzen. Aber was für ein fabelhaftes Projekt. Mhm. Ein gut kuratiertes Netflix. Ja, theoretisch schon. Es ist zum Material. Niederknien. Okay. Ja, genau. Aber das ist genau, das heißt, andersrum jetzt vielleicht auch, du als Film oder ich als Filmmacher, wie fördere ich sowas? Also wie fördere ich, wie gesagt, Jugendfilme, glaube ich, da findet man schon Möglichkeiten, weil das ist schon so ein bisschen mehr, oder? Weiß ich nicht. Wirklich? Ich glaube, es ist ähnlich schwierig. Also wie man einen Kurzfilm fördert, meinst du? Ja, oder nee, nicht gerade, Kurzfilm. Also so gerade für Kinder. Ich bin immer noch bei dieser Schnecke. Die Schnecke lässt mich nicht los. Okay. Ja. Und, warte mal ab, bis du es gesehen hast. Ja. Welches Ende sehe ich? Und wenn da Regenbogenfarben rauskommt, drehe ich durch. Du meinst, wenn halt extra ein Filmemacher oder eine Filmemacherin sagt, okay, ich hätte Lust, einen pädagogisch wertvollen Film zu machen? Oder ich finde es ja super interessant. Was denkst du? Es ist ja ein Markt. Ich sag auch, wieder, ja, ne? Es macht ja auch Sinn. Ich meine, man muss ja auch darüber denken. Es ist ja, ich sage immer, Film ist beides, ne? Es ist ja zum Teil Kunst, aber gleichzeitig ist es halt, die Leute müssen ja davon leben, ne? Und so. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt gerne, vielleicht auch die Zuhörer, mehr Filme für Kinder machen, also wirklich für kleine Kinder, weil ich habe da sowieso schon Bezug dazu. Ich glaube, ich habe da ein Verständnis dafür, habe Ideen dafür. Mhm. Wo kriege ich das Geld dafür? Weil ich weiß jetzt gerade, ich selber jetzt nicht, wo würde ich so eine Geschichte wie mit den Schnecken fördern lassen? Mhm. Ne? Ja, hast du da eine Idee, irgendwas irgendwie? Also ich weiß nur, dass was war letztes Jahr abgeschlossen hier mit Filmförderung in Deutschland, also mit Kinderfilmprojekten, dass sie eigentlich jetzt nur Verfilmung von Kinderbüchern fördern wollen und keine neuen Geschichten und Sequels, also so. Echt? Ja, genau. Aha. Also keine Chance für neue Ideen. Schwierig. Mhm. Wie toll ist das denn? Ja. Also das Gegenprogramm zum dänischen Filminstitut und so, also von der Ansatz her. Ja. Also so, ja, so also feige. Schwierig. Dann vielleicht mal anders gefragt, die Filme, die bei euch eingereicht werden, wer produziert die? Wer hat die gemacht? Was für Filmemacher? Also ganz sind viele das? Kommen von Hochschulen tatsächlich. Mhm. Und also für ganz kleine Kinder, also diese Schneckenfilm zum Beispiel aus Kroatien, ich glaube, das ist schon in Zusammenhang mit irgendwelchen Pädagogen gemacht. Ich glaube, ja. Also für ganz kleine Kinder, in meiner Erfahrung, die Filme, die wirklich stark sind, sind schon nicht von jungen Filmemachern gemacht, sondern von Älteren, die wirklich ein Verständnis für Kleinkind haben und wie die denken, wie die ticken, was die brauchen. Und genau, da schwingt ganz viel Erfahrung mit, ganz viel Feingefühl. Mm. Weil das sind wirklich so ganz subtile Sachen, wie gesagt. Ja, und bei den Jugendfilmen ist es auf jeden Fall so oft auf Studentenproduktion. Ja, das ist schade. Also klingt für mich schade, dass da nicht entweder Gelder dafür bereitstehen oder dass man die Möglichkeit bekommt halt. Aber vielleicht könnte man ja da gucken, ob man da. Es gibt schon Förderungen für Kurzfilme. Also das ist schon, also. Ja, für Kurzfilme, das weiß ich, aber für eben diese Jugendkurzfilme, da, also das ist ja nochmal so ein, wie gesagt, es klingt für mich schon noch im eigenen Bereich irgendwie. Also, sollte so sein. Ne? Also ja. Definitiv. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, wie du schon sagst, also die Schwierigkeit ist immer, die Lehrerinnen kommen auf dich zu und sagen, wo können wir uns das nochmal angucken, weil das Begleitmaterial, was ihr ja auch für die Filme rausgibt. Oder unsere junge Jurys oder die genau, junge Kuratoren. Da kann gar ich nicht das meine Chance Freunde gibt. Zeigen? Nee, es geht einfach nicht. Und deswegen, Festival hat so einen Mikrokosmos, also dass man halt, entweder du hast die Eintrittskarte und hast einen einmaligen Blick da rein, aber du hast nie wieder einen neuen Zugriff da drauf. Und das ist so total Kultur, die verpufft einfach, weil wir Datenschutzrechte haben, weil wir noch keine funktionierende Plattform haben, wo Lehrkräfte sich umsonst irgendwie einloggen können, wie eben dieses dänische Filminstitut, eben was du sagst. Es ist nicht kostenlos, aber es ist auf jeden Fall da und man kann darauf zugreifen. Und ja, ist irgendwie schade, dass es in Deutschland noch nicht... Ich meine, Geld ist da für Medienbildung und ist auch gewollt von der Staat. Das ist ja das große Thema, also Medienbildung, digitale Bildung, Medienkompetenz, also irgendwo muss da doch jetzt langsam mal was brodeln, dass da so eine Cookie-Plattform hochkommt. Ja, aber ich glaube, da ist kein Blick drauf. Also ich glaube, deswegen meine ich ja, wenn es jetzt irgendwelche Eltern machen, ist zwar schön und gut, aber die machen es ja aus... Die Zuschauer und Zuschauerinnen selbst, die Kinder sind halt noch nicht so... Genau, die können nicht... Die können noch nicht die gehen sagen, nicht los und sagen, wir möchten jetzt mehr Produktion für uns haben. Und wenn Eltern das machen, die machen das ja theoretisch aus so mehr
die wollen was für ihre Kinder, für die Kinder tun und so. Mhm. Ist ja auch genau das will der Filmmacher am Ende auch, aber bloß der Punkt ist halt, ein Filmmacher würde ja theoretisch anders rangehen. Der würde ja sagen, ja, ich habe eine Idee, ich möchte halt, weiß ich nicht, die Leute, die ich überlege gerade die ganze Zeit, habe ich diese Dings im Kopf, Tinky Winky und Co. Teletubbies Tabaluga im Kopf. Genau, die Teletubbies im Kopf. Egal, wie gut man das findet, ob gut oder schlecht, wie auch immer, die haben sich was bei gedacht und setzen sich hin und setzen das um. Und kleine Kinder haben das verstanden. Genau. Und die hatten auch Geld dafür. Ne? Die Frage und haben das ist, ob kleine Kinder das brauchen. Ja, genau. Ja, das war eine Frage. Aber das war sehr geschickt gemacht. Ne? Das ist der Punkt dafür. Das ist einfach ein Markt. Sind Leute da, die einfach so, die brauchen diese Filme auch wieder irgendwie. Und da müsste man schon überlegen, ob man da irgendwie was machen könnte. Und da hätte ich jetzt auch überlegt, ob man da vielleicht Gelder durch eben solche Förderungen, also vielleicht so um die Ecke gedacht, eben sowas wie Medienkompetenz oder wie auch immer und damit solche Filmprojekte umsetzen könnte, müsste man recherchieren, ob das möglich ist, aber vielleicht so ein bisschen um die Ecke denkt vielleicht und solche Projekte macht, weil das ist irgendwie echt schade, dass da nichts da ist. Aber das Schöne ist halt, dass jetzt im Gespräch fällt mir das gerade auch auf, weil ich sag ja, bei uns Filmern, glaube ich, alle, die zuhören, können mich gern korrigieren, aber ich habe das Gefühl, das ist so eine Ecke, die nicht so im Vordergrund ist. Man denkt nicht drüber nach. Also es gibt also in deutsche Fernsehsender, die so ein starkes Kinderprogramm Kika. Haben. Es gibt Kika, aber CDF fördert auch kurze Kinderproduktionen, auch so kurze Live-Action-Dramen. Okay. Aber weißt du, wie das Programm heißt von denen? Funk ist doch Online, ja. YouTube etc. Und das ist nicht wirklich, ich weiß es nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es Kinder, also eher Jugendliche, so, die sagen ja, die haben ja auf ihrem Programm Orientierung ist wichtig, also so die Hauptthemen Orientierung, Information und Unterhaltung. Mhm. Also jetzt nicht so für die ganz Kleinen, glaube ich, insgesamt, sondern eher für die Jugendlichen, die wissen wollen, Sexualität etc. Dazu Informationen, was auch super wichtig ist und super gut ist, aber wie gesagt, so noch kleiner, da wird es, glaube ich, echt rar, was es da gibt. Mhm. Ne? Also vielleicht, wie gesagt, vielleicht kennst du mehr, aber Es gibt ein paar Sachen und die fördern auch kurze Dokumentarfilme. Mhm. Also dieses RBB und WDR und MDR. Also die haben ein paar, also zeigen wir auch teilweise. Also bei Cookie machen wir auch Ausnahmen und zeigen das große Tabu beim ernstzunehmenden Filmfestival, dass wir wirklich so Dokumentarfilme, die für Fernsehen gemacht sind, zeigen. Weil wenn die Filme stark sind, dann ist es Kinder scheißegal, wofür die gemacht sind und wo die sonst gezeigt worden sind. Und darauf kommt es an. Aber eigentlich ist es eben egal. Es geht ja nur darum, dass ihr macht ja auch, das ist ja auch das Gute, dass es eben nicht eine Premierefeier bei euch haben muss, weil das finde ich sowieso immer vollkommen Blödsinn, weil das halt immer so dieses typische, also ist klar, es geht um Werbung, es geht um Geld etc., aber es ist schade, weil es sorgt dafür, dass halt, genau wie du sagst, es ist halt du wirst deinen Film nur einmal zeigen in diesem Kosmos und dann ist es keine Premiere mehr und ab dann ist es halt irgendein Film von vielen halt irgendwie und das ist. Ja. Vor allen Dingen, es gab schon so oft bei Festivals, beim Cookie, aber auch bei der Filmwerkstatt in Wiesbaden, das war so mit mein erstes Festival, wo ich war, da wurden so coole, schwierige Themen in einem Kurzfilm mir gezeigt, wo ich dachte, das hätte mir keiner besser erklären können. Mhm. Und ich weiß nicht, gibt's bei euch sowas, wo du sagst, es gibt Tabuthemen oder gibt es Tabuthemen für Kinder oder gibt es einfach nur eine schlechte Aufbereitung von Themen? Genau, oder? Genau, das eher das Zweite, genau. Ja, Drogen und Splatter für kleine Kinder. Aber gut aufbereitet. Aber Tod und Krankheit kann man schon auch kleine Kinder zumuten. Auch Krieg, also, aber es ist, es geht wirklich um, wie das aufbereitet ist und gezeigt ist und wie es endet vor allem. Da muss man echt besonders aufpassen. Also mit das klassisch offene Ende, was so gern benutzt wird in Kurzfilmen, muss man aufpassen. Also eher positiv enden? Die wollen das gerne. Also besonders Kinder wollen das gerne. Und oft bewerten die auch. Wir haben auch eine Erfahrung gehabt. War das letztes Jahr diese schöne, ich weiß nicht, ob du das auch moderiert hast, Susanne, aber ich glaube, bei einem Screening warst du da. Diese tolle Polanski-mäßigen Schwarz-Weiß-Drama aus Polen
Straf hieß der, mit einem sehr offenes Ende. Also wo zwei kleine Kinder eigentlich den Schuld für eine Tat an ein Roma-Kind. Mhm. Was ist da passiert? Ist was kaputt gegangen? Eine Fensterscheibe ist kaputt gegangen oder irgendwas? Irgendwas haben die angestellt? Nee, ein Kind hat eine Verletzung gehabt. Aber die haben nur einfach miteinander gespielt und einer hat eine Verletzung bekommen und der Vater war total sauer und offenbar ein bisschen gewalttätig und die hatten ein bisschen Angst vor ihm gehabt. Und als der Vater dann dachte so, okay, es ist diese Roma-Kind, die haben nicht ein Ja und nicht Nein gesagt, aber die haben so zugelassen, gedruckst, dass er bestraft wird und dann endet der Film und so der nette junge Filmemacher, der war da für die Q&As und die Kids, wirklich, keine Ahnung, so 30 Kids haben ihren Hände hochgestreckt und so meinten so, ja, ich möchte sagen, so, der Film ist kacke, nein, und so, ja, okay, und nächste Frage, so, ich möchte eigentlich sagen, nein, das ist, sowas kann man nicht zeigen, das ist ein schlechter Film, gibt es jemanden, die wirklich eine Frage hat, weil der Filmemacher steht neben mir und sowas, ja, ich habe eins, ja, es ist ein schlechter Film und so. Und eine Frage gab es noch, nämlich, was passiert mit den beiden Jungs und was passiert mit dem anderen Jungen? Ich glaube, die haben sich auch ganz stark dafür interessiert, wie es denn da weitergeht, weil sie damit ein bisschen überfordert waren. Ist es viel, also wie alt waren die? Sie waren acht, neun, ja. Genau. Ist es vielleicht durch die Happy Endisierung? Dass als Kind auch schon das Gefühl ist, so, es muss ein positives Ende haben? Ja, also das einerseits, ohne Frage. Andererseits, glaube ich, haben wir das Bedürfnis als Menschen auch, was Positives anzustreben. Mhm. Und besonders, wenn es einen Konflikt gibt und Kinder lernen. Und das ist auch unterschätzt, meiner Meinung nach. Und die benutzen alles, jegliche Erfahrung, die im Alltag passiert und auch im Kino bei einem Festival, wird zu einer Erfahrung, was gespeichert wird, für irgendwann mal später vielleicht oder irgendwas, aber das ist Information. Und wenn die irgendeine Konfliktsituation erleben in einem Film, was nicht gut gelöst ist und wo es dann schlecht ausgeht, dann wurmt es einfach. Aber das war genau der Ansatz von diesem Film. Mm. Es hatte halt ein krasses, offenes End, aber man musste darüber sprechen. Und das ist, und der Filmemacher meinte so, okay, ich hab's kapiert. Mein nächster Film wird ein gutes Ende haben. Aber trotzdem, also dieser Film wird diesen Kindern nie verlassen, glaube ich. Und es hatte einen guten Ansatz. Und wir haben aufgepasst, dass, was man sonst im Programm gesehen hat, und das kann man wunderbar machen mit Kurzfilmen, man hat eine Palette an Gefühlen und an Macharten, an Farben. Mhm. Und wir wussten, das ist der stärkste Film. Es hat einen besonderen Platz im Programm gehabt. Und danach kam irgendwas, wo man ein bisschen leichter aus dem Kino gegangen ist. Aber wir wussten, dieser Film wird sitzen und die werden sowas selbst wahrscheinlich nicht so leicht tun. Mm. Und das ist auch unser Ansatz bei Cookie. Ist schon dieses, wie kann man, und es ist eure Ansatz als Podcast, dass man zusammenkommt und spricht und austauscht. Und das wollen wir auch beim Festival, dass das Publikum auch gemeinsam über Konflikte und Probleme nachdenkt und wie die vielleicht gemeinsame Lösungen finden können. Ja, das ist gut. Es gibt kein ehrlicheres Publikum, glaube ich, als die Kids, die da sitzen und ihre Fragen stellen. Ja, das denke ich auch, ja. Es gibt noch ein bisschen ehrliches und das sind unsere Kuratoren, unsere jugendlichen Kuratoren. Mhm. Also das ist irgendwas, was, es wäre so schön, das zu öffnen, so dass die Welt das miterleben kann, wie eine Gruppe von 10 Jugendlichen eine Woche lang mit diesen Aufgabe, die werden jetzt unsere Wettbewerbsprogramm kuratieren für Berliner Jugendlichen und daraufhin würden internationale Filmemacher eingeladen nach Berlin und diese ganze Verantwortung und wie die dann über diese Filme reden, das ist unglaublich gut und jeder Filmemacher wird wahnsinnig viel lernen. Aber natürlich ist es, wir fangen an mit der Diskussion, das ist nicht Schule,
Das ist nicht zu Hause. Alles, was hier besprochen wird, wird nicht den Raum verlassen. Mhm. Es herrscht Respekt für andere Meinungen. Und jeder darf eine andere Meinung haben. Und es gibt kein Tabus. Und natürlich wird ganz viel eigenes Emotionales aufgewühlt, wenn man diese Filme guckt. Und das ist wirklich... Das ist noch ehrlicher und das geht noch mehr in die Tiefe. Das ist, wir lernen wahnsinnig viel als Team. Wie hat es funktioniert, die Jugendkuratoren, seit wann sind die mit dabei oder wann sind die eingestiegen und wie lange sind die dann bei euch? Im Jahr, meinst du? Also wir arbeiten mit jugendlichen Kuratoren seit 5 Jahren und diese Idee ist entstanden, weil wenn wir unsere Programme zusammen machen, es gibt nichts Blöderes als eine raumvolle erwachsene Menschen, die argumentieren so, nee, das werden Teenager langweilig finden. Nein, das werden die toll finden. Und ich so, oh Gott, können wir nicht mit Teenager arbeiten, die einfach selbst fragen. Okay, und so haben wir diese Workshop entwickelt und findet in der Sommerferien statt. Also eine Woche lang haben wir die. Die Programme 12 bis... Nein. Wir machen einen größeren Vorauswahl von die Festival-Einreichungen. Und die Festival-Einreichungen bestehen aus wirklich einfach ganz normale Einreichungen und auch, ich würde sagen, 30% von Filmen, die wir irgendwo bei anderen Festivals gesehen haben oder Instituten und die fordern wir an. Also das ist diese Pool und dann sichten wir die Filme schon... vorher, weil so eine wilde Filmsichtung für dich kein Kind und kein Jugendlicher zumuten, das sind auch teilweise total Unpassendes und Schreckliches und einfach Blödes, leider, aber gehört dazu. Also alles, was so ungefähr in Frage kommen könnte, machen wir dann in diesem Pool. Wir passen auf, dass es unterschiedliche Themen gibt und Gender und Länder. Und wie viel gucken die dann in dieser einen Woche? Weißt du das hängt von die Länge ab. Das ist und leider wird Kurzfilm auch immer länger, weil es günstiger ist zu produzieren. 40 vielleicht? Auch ein Stück, ne? Ja. Kommt was zusammen, ne? Genau. Die Sichtenfilme, wir haben viel Zeit darüber zu reden und in der Gruppe zu diskutieren. Und zum Schluss müssen die dann das ganze Programm machen und auch die Reihenfolge festlegen. Also Gedanken machen, mit welchem Film fange ich an, mit welchem Film will ich enden. Und die mussten auch so bestimmte Kriterien beachten, so wie normale Festivalkuratoren. In diesem Fall ist es wichtig, in das 12-Plus-Wettbewerb und 14-Plus-Wettbewerb, dass wir ja eine Ländervielfalt haben, eine Gendervielfalt und dass wir was Leichtes haben, was wichtig ist. Und dann ist es den, und dann wirklich, also wir geben diese Kriterien, wir zeigen ihnen diesen Pool von Filmen, wir begleiten diese Diskussion und passen auf, dass die lauter sind, die leiseren nicht zu sehr übertönen und locken die hervor. Die machen alles, also. Es ist egal, was die aussuchen. Also wir haben absolutes Vertrauen und ich muss sagen, jedes Jahr war das Programm einfach so spitze. Es ist Wahnsinn. Und dieses Jahr ist es wirklich sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ich muss schon bei einigen Sachen ein bisschen reinschauen. Ja. Und du hast neben den Jugendkuratoren, habt ihr jetzt dieses Jahr nochmal eine neue Schiene. Ja, ein längerer Traum, den wir hatten. Girls Riot. Ja. Genau. Was ist das? Was macht ihr da? Girls Ride, ja. Was machen die Girls da? Was machen die Girls da? wir wollten unbedingt ein Programm von jungen Frauen kuratieren lassen. Wir dachten so, wie eigentlich ist das entstanden, so ursprünglich diese Idee. Mit Luise Schmidt hieß sie damals, jetzt heißt sie Luise Mehrgans, glaube ich. Die arbeitet für... oder die leitet eine wichtige Sektion bei Deutsche Kinderhilfswerk. Die ist cool. Die ist wirklich cool. Und sie hat unsere Arbeit sehr geschätzt und uns eingeladen und gesagt, so, okay, wir können vielleicht ein paar Sachen fördern. Probier es mal hiermit und damit. Und dann meinte sie so, und wir haben einen anderen Topf, aber das betrifft so Projekte mit jungen Frauen. Und ich so,
echt, weil es gibt diese Idee, die ich habe schon seit Jahren, so wie wäre das, vielleicht ein Filmprogramm kuratieren zu lassen von jungen Frauen, und wir können Referentinnen einladen und die bekommen wirklich ein intensives Workshop, und das geht über mehreren Wochen, und zum Schluss müssen die das selbst präsentieren oder dürfen das selbst präsentieren, wie auch immer die wollen, und genau, die war auch Feuer und Flamme, und das hat ein bisschen länger gedauert zu organisieren, und wir mussten das Konzept anpassen. Aber dieses Jahr ist es wirklich, konnten wir loslegen, und das war auch in den Sommerferien. Und die Referentinnen, die wir gewinnen konnten, sind wirklich so zum Niederknien super. Monika Treut ist eine deutsche Filmemacherin, und sie hat in den 70er Jahren schon angefangen, die ersten Dokumentarfilme zu machen über Gender Politics, und krasse, witzige, experimentalfreudige Filme, die international Preise gewonnen haben. Die ist eine tolle Frau. Und die habe ich so ein paar Mal so erlebt auf anderen Festivals und einfach gesehen, wie bodenständig und entspannt sie ist und wie sie auch mit jungen Menschen redet, komplett bescheiden, und auch wenn die absolut wichtig ist für diese Szene. Und wir konnten sie einladen. Wir haben auch Sophie Rieger eingeladen, die Filmlöwin, euch wahrscheinlich bekannt. Mhm. Die war auch ganz, ganz angetan von der Idee und war toll. Sie war die erste Referentin für den Workshop. Und Brenda Lean haben wir auch eingeladen. Die ist ein junge deutsche Filmemacherin, die auch ganz viele Preise gewinnt und Aufmerksamkeit bekommt für ihren sehr, sehr interessanten Filmen. Und sie arbeitet oft, also sie greift sozialen Medien auf und Internet vor allem. Und ich wusste, dass das wird sofort spannend sein für unsere junge Teilnehmerinnen von Girls Riot. Und als ich mit Brenda Lean telefoniert habe und gefragt, so, kannst du dir vorstellen, so irgendwas zu machen mit YouTube, so eine Art YouTube-Austausch, so zum Beispiel, dass die Girls reinkommen einen Nachmittag und die bringen einfach Sachen, die die gut finden, mit aus dem YouTube, und ihr zeigt euch gegenseitig so Sachen. Und sie meinte so, ja, sie hat das so sofort verstanden und weitergesprochen, meinte so, ja, und auch so ein paar schlechte Beispiele, Sachen, die nicht gut finden. Und es war toll. Und ja, sie waren sehr begeistert. Mhm. Ich glaube, Brenda hat auch irgendwie erzählt davon, dass sie früh die Schule verlassen hat, weil sie unbedingt Filme machen wollte und nicht die Schule zu Ende machen wollte, also kein Abi. Und hat auch eine Filmhochschule überredet, sie auch mit 16 zu nehmen. Und jetzt die sind wir so. Ist auch gar nicht so alt, ne? Weil ich kann mich erinnern, vor 3 oder 4 Jahren hatte ich sie nämlich, da kannte sie, glaube ich, noch keiner. Da hatte ich sie auch in der Filmwerkstatt in Wiesbaden. Ah, ja. Da war sie auch mit einem YouTube-Film. Also es ging um zwei Call of Beauty. Frauen. Call of Beauty mit den Beauty-Tutorials? Ja, genau. Den Beauty-Tutorials, wo sich zwei Mädels total überzeichnet schminken, beziehungsweise sind nicht mehr zufrieden mit dem sind, was sie da sehen an sich, und ist mit ihrem Film auch durch die besondere Erzählform sehr aufgefallen, und es hat einen großen Anklang gefunden. Klar. Und ich war damals ganz aufgeregt, weil nämlich meine Family saß im Publikum, die ist extra gekommen und hat ein bisschen Festivalluft schnuppern wollen, und es kam eben dieser Film, den ich persönlich sehr mochte, aber ich wusste nicht, wie den vielleicht so meine Familie annehmen, so aufnimmt, ob die den so lesen können, wie ich ihn lese, weil ich das Gefühl habe, eben, da ist eine ganz, ganz wichtige Message drin. Und meine Eltern meinten dann so, von dem Filmblock hat mir der am besten gefallen, weil der hatte eine ganz, ganz wichtige Nachricht für junge Frauen. Ich dachte so, ja, genau. Und was war die Nachricht? Was hat deine Mutter verstanden zum Beispiel? Was fand sie so wichtig? Dass wir halt gerade in einer Zeit wie heute immer nur noch das Spiegelbild sehen, was im Internet passiert. Wir sehen gar nicht mehr uns, oder wir sehen gar nicht mehr das, was unsere Freunde uns reflektieren, wie toll und wie schön wir sind, sondern wir sehen immer nur noch das Spiegelbild im PC-Bildschirm. Mhm. So, also das, was da auf der YouTube-Plattform passiert. Also sie hat das anders formuliert, oder sie meinten beide halt generell sind Jugendliche sehr, sehr eingenommen von dem, was im Internet passiert, und das ist schade, weil das die kaputt macht. Mhm. So. Ja. Und das fand ich stark, also dass das auch meine Family so erreicht hat und
überhaupt, dass Brenda da einen sehr besonderen Touch hat. Das ist der Zeitgeist, ja. Und das kann man machen mit Kurzfilmen. Und deswegen lieben wir auch Kurzfilm besonders, weil es schneller reagieren kann. Günstiger ist zu produzieren, man hat kein Studios im Nacken und man kann Sachen machen, worauf man Bock hat. Und wenn man so wach ist wie Brenda, dann, ich glaube, so ein Zeitgeist, also ich bin auch so ein Pop-Fan generell, also von Popkultur allgemein. Und ich finde das eine sehr wichtige, unterschätzte Kommunikationsform. Mhm. Popkultur. Das ist Wahnsinn, was passiert. Tagtäglich. Diesen Austausch. Ja, ja. Mhm. International. Genau, also die Filme von Brenda oder den ich jetzt speziell da im Kopf habe, der ist halt sehr laut und knallig. Ja. Oder ich habe ihn so in Erinnerung, ist jetzt eben auch schon lange her. Und auch ein bisschen vom Filter her überzeugt. Also ich erinnere mich da an einen ganz besonderen Farbstil, den sie da hatte. Mhm. Und am Ende gibt es dann so einen eigenen Song, glaube ich, den sie geschrieben hat. Mhm. Ja, die ist auch Musikerin. Ne? Tolle Musikerin. Also es ist wirklich Popkultur trifft es ganz gut. Also deswegen, der hat eben rausgestochen aus diesem Abend. Und ich fand den halt ziemlich cool und dachte so, na mal gucken, wie das Publikum den so findet. Und der ist angekommen. Kann man den Film sehen? Ich glaube, inzwischen kann man den online sehen. Ja, weil da könnte man ja mal verlinken für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, wie ich, dass man den auch mal sehen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie den inzwischen hochgeladen hat. Aber auf jeden Fall kann man ihren dritten Film sehen bei Interfilm dieses Jahr. Und das ist Call of Comfort, weil es eine Trilogie, also es ist Call of Beauty, war das erste. Was war der zweite? Was war letztes Jahr? Call of Cuteness. Aha. Über Katzenvideos. Natürlich. Natürlich. Wenn man mit der Internet beschäftigt, dann Katzen müssen erscheinen. Und jetzt ist es Call of Comfort, geht um ASMR. Weißt du, was ASMR ist, nee. Susanne? So ganz nein, geredet, ich weiß es. So, I'm just going to talk to you in a way that is going to make you feel very, very relaxed. Okay. Also so relaxing Videos, so, die dann so. Imagine I'm brushing your hair. Just close your eyes. It's been a long day at work, but I'm here now. Oh. I'm just going to brush your hair. Brush your hair. That's like so ASMR-Videos. Das gibt auch nicht so. Hat es auch mit diesen Videos zu tun, wo man man Geräusche, also so zum Beispiel das Knallen von den oder Luftkissen so oder so. Aber ist es jetzt noch in? Ist es nicht schon out? Nein. No. Also vielleicht. Ja, ich kann mir vorstellen, so vor 4 Jahren, als es erstmal unter meine Musikerfreunde so, boah, musst du unbedingt angucken. Mm. Aber jetzt wird's wirklich groß. Also da gibt's ganz große YouTube-Stars. Wirklich, Wahnsinn. Und es gibt ganz viele Leute, so Geschäftsmänner, die nicht einschlafen können, ohne diese Videos zu sehen. Das ist wie so eine kleine Sucht. Und das kann man Podcast, jetzt sehen bei, ne? bei Interfilm. Also Call of Comfort ist der letzte. Den höre ich auch mit dem Podcast und mache jetzt ASMR, glaube ich. Ich habe das Gefühl. Es wird sich lohnen, glaube ich, ja. Bei meiner reifen Stimme, dann kein Problem. Nee, cool. Eine tolle Bandbreite. Ja, bei Cookie. Und wer von Cookie noch dann nicht genug hat, kann abends direkt weitergehen. Zu Interfilm. Na genau, klar. Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist auch so ein bisschen, dass ich glaube, habe ich mir gerade aufgeschrieben, Cookie ist, glaube ich, auch so ein gutes Festival auch für, ich weiß nicht, da dürfen ja auch Ältere hin, richtig? Oder ist es, wenn sie sich benehmen. Wenn sie sich benehmen. Mein Punkt ist halt, ich glaube, als Filmmacher ist es auch super interessant, einfach auch zu sehen, wie Kinder das wahrnehmen halt einfach. Ne? Ein Film, also wenn ich den, weil du wie viele Leute waren das? 10 Jugendlichen, die sich die Filme anschauen. Erzählt das und von diesen Gesprächen, die ihr da geführt. Ich glaube, als Filmmacher, also für mich als Filmmacher, ist es super interessant zu sehen einfach, wie die Rezeption ist, wie die Aufnahme ist und wie der Film halt
ja, von den Zuschauern halt wahrgenommen wird und einfach wie jeder auch vielleicht seine eigenen Sachen da rauspickt. Es ist absolut ein Testfeld. Genau, und du siehst halt einfach, das ist halt nicht so dieses, wie gesagt, das hatten wir ganz am Anfang, nicht jemand, der halt Star Wars und das und das und das und das und das gesehen hat und da sitzt und sondern auch so dieses Vergleichs habe ich immer, wenn ich mit anderen Filmen mache oder anderen Gleichgesinnten rede, in Anführungsstrichen, dass dann die oft dann so, ja, das habe ich doch schon mal gesehen, das ist doch so ähnlich wie das oder das ist doch so wie das oder, ne, dass dann ganz schnell halt Sachen rausgepickt werden, weil klar, wir haben das halt schon irgendwo mal gesehen, wo man halt irgendwie sich dann als Filmemacher wieder zurücknehmen muss und sagen, na, ist mir egal, dass es schon mal gab. Wir haben alle Ideen von irgendwo. Es gibt keine Idee, die jetzt wirklich nur ganz neu ist, sondern ich habe alles von irgendwo mal, na klar, ich bin ein Mensch und nehme Sachen auf. Aber so ein Jugendlicher oder so ein Kind, der eben noch nicht so viel gesehen hat, sieht es ganz anders und der nimmt vielleicht eher eben die Thematik wirklich raus oder das, was wirklich mitschwingt, mehr raus als, ja, als jemand, der halt einfach so viel gesehen hat. Also sie überdenken es halt irgendwie nicht so. Genau. Also ich habe, was mir so Spaß macht beim Cookie zu moderieren, ist eben, dass man sehr, sehr ungefiltert die Fragen bekommt, sehr ehrlich, sehr direkt, sofort vom Herz raus an die anderen. Und auch dieses, wenn man vorne halt in der Moderation steht und der Filmemacher oder die Filmemacherin ist auch da, und die Hände sind sofort oben. Also bei dem erwachsenen Publikum ist halt erst immer so ein bisschen Verhalten, die Scheu, ne? Vor dieser Bühne und vor dieser Leinwand und vor dem, was da gerade einem gezeigt wurde. Und vielleicht, man will sich auch nicht entblößen. Genau, man will sich, vielleicht hat man was nicht verstanden. Ja, oder ja. So. Und das wird dann halt dort einfach gefragt, weil vielleicht hat es ja jemand anderes auch nicht. Also darüber denken die auch, glaube ich, gar nicht nach. Und das ist so toll, weil man so ein pures Gespräch führen kann und einen ganz direkten Austausch mit dem Filmemacher und dem Film hat über das, was man gerade gesehen hat. Hier habe ich recht. Genau, und wir machen eben diese Diskussionsrunden direkt nach dem Film. Ja. Und also oft bei größeren Filmfestivals, wenn die einen Kurzfilmblock haben, dann haben die Fragerunden erst nach allen Filmen. Mhm. Und ja, da weiß man nicht mehr so, welches Film und überhaupt. Wo gehört jetzt man muss das machen, solange es frisch ist. Mhm. Aber das ist wirklich erwünscht, dass Erwachsene kommen. Okay. Und besonders muss ich sagen, und dann gehe ich einfach zurück zu Girls Riot, weil dieses Programm, was die junge Frauen dann gemacht haben, nach dieser Begegnung mit diesen drei eminenten Referentinnen von jede Generation sozusagen, waren vertreten. Also die haben über Feminismus gesprochen, Frauenfilm, Frauen in der Gesellschaft, wie wirkt ein Film auf mich, was will der Film sagen. Die haben sich wirklich krass damit auseinandergesetzt. Und die Teilnehmerinnen waren zwischen 15 und 17 Jahre alt. Das war auch unsere Anliegen. Ich erinnere mich, bin sehr dankbar dafür, als ich Teenagerin war, die Menschen, die mich gesehen haben in dieser Alterszeit und mir was gegeben haben für meinen Lebensweg, irgendein Fenster geöffnet haben, also deswegen sitze ich hier, ja, deswegen habe ich diesen Weg geschlagen. Es waren vielleicht nur hier und da so kurze Begegnungen, aber es waren so ernsthafte Austauschen mit Erwachsenen, die mich ernst genommen haben und die mir was Aufregendes gezeigt haben, was Ehrliches, was Aufregendes und es hat irgendwas in mich gerührt. Und das wollen wir jetzt die Girls Riot Teilnehmerinnen geben und es war eine sehr intensive Erfahrung, auch unsere Workshops, wir haben den Glück, dass wir tolle Orte mieten können und das ist ein Erlebnis. Also die sofort, wenn die diese Räumlichkeiten betreten, egal woher die kommen aus Berlin, die wissen, dass die ernst genommen werden und so jetzt wichtige Rollen haben. Und also wir haben das ähnlich so gemacht wie bei unseren normalen Kurationsworkshops mit Jugendlichen. Wir haben einen größeren Pool an Filmen ausgesucht, die hauptsächlich so junge Frauenthemen hatten, aber international und in jede Richtung. So Trash und
krassen Feminismus, really in your face, so ein paar sexuellen Themen, Menstruation, leider nicht genug. Also der Feedback war, nächstes Jahr wollen wir Masturbation und Menstruation. Super. Mehr Blut und wirklich? Mehr Sex. Na klar. Und aber so wirklich tolle Auswahl an Filmen aus den diesjährigen Einreichungen. Und die haben ein Programm daraus gemacht. Dieses Programm wird Premiere haben in der Volksbühne im dritten Stock, in diese tolle Studiotheater. Und die Girls Riot Girls werden das selbst moderieren. Also die bekommen morgen Training von Susanna. Ja. Und die haben schon ein paar eigene Ideen mitgebracht, wie die das präsentieren wollen. Aber das liegt alles in ihren Händen. Und die sind, ja, die sind wirklich gewachsen. Das haben die selbst gesagt. Mhm. Bin sehr, sehr gespannt. Also ja, stimmt. Das wollte ich eigentlich sagen. Sehr gerne sind Erwachsene eingeladen zu kommen, weil ich finde besonders die 16-Plus-Programme, wir haben zwei, Girls Riot und Teenage Riot. Das sollte als eine Art Brücke funktionieren, zu Interfilm, also zwischen diese ältere Jugendlichen und Erwachsenen, weil da ist gar kein Dialog momentan, sehe ich gar nicht. Jugendliche werden überhaupt nicht ernst genommen in dieser Gesellschaft. Also entweder hat man Angst für sie als Erwachsene oder man findet die blöd und lästig, irgendwie stinkig, picklig, so go away. Ah ja, du zockst nur die ganze Zeit, du bist nur im YouTube die ganze Zeit. Aber so Neugier von erwachsener Seite, so was machst du genau? Zeig mir das. Was spielst du? Was findest du so faszinierend? Dieser Dialog findet überhaupt nicht statt. Und es ist unsere große Wunsch, dass Jugendliche und Erwachsene zusammenkommen in diesen Programmen und mit so krasse Themen konfrontiert werden, aber auch mit viel Spaß und ins Gespräch kommen. Ich glaube, das wird auch direkt erfüllt. Also ich die Girls Riot Filme durfte ich schon sehen und bin auch sehr gespannt auf den Austausch morgen mit den Mädels, wenn ich sie sehe. Und bin gespannt, was auf dem Festival passiert. Wir haben es noch gar nicht eingeworfen. Nicht umsonst nehmen wir nämlich diesen wunderbaren Podcast im November auf, weil bei euch geht es nämlich am 18. los und ihr habt dann eine volle Woche voller Spaß beim Cookie, nämlich bis zum 25. November, wo genau diese ganzen Reihen zu sehen sein werden, die Umweltreihe, die Girls Riot, die Teenage, die Teen Screens, ab 4 ist alles mit dabei und man kann dich dort sehen und alle Kinder und wer Bock hat, mit oder ohne Kind dahin zu gehen, es ist in jedem Falle ein Erlebnis. Ich doch auch, ja. Das höre ich auch gerade. Also wie gesagt, ich bin ja theoretisch jetzt so ein bisschen wie die Zuhörer, die vielleicht das Cookies noch nicht kennen, so ein bisschen mehr, jetzt gerade so ein bisschen gehypt, mal hinzugehen und mal reinzuschauen. Und deswegen, ja, ich denke mal, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, also ich glaube... Ich nehme dich mit, Eugene. Ja, ich merke schon. Ich nehme dich mit auf eine Reise, die du nicht vergessen wirst. Aber wirklich nicht vergessen, Teenage Riot and Girls Riot. Ich glaube, du wirst total geflasht sein. Ja. Und wenn nicht, dann will ich wissen, warum. Warum? Okay. Ja, genau. Nee, wirklich. Und das ist... Wir nehmen die zweite Folge auf einfach und dann erkläre ich genau, warum. Ne? Oh, das wäre genial. Oder wir können das auch ohne Mikros machen und aufnehmen. Also das ist auch so. Ja, sehr gerne. Mhm. Ja. Das ist super. Ja, ich würde sagen... Du musst zu Ende führen, weil du hast angefangen. Ach, weil ich angefangen habe. Okay, dann führe ich das zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Monika. Ich freue mich auf ein kunterbuntes Cookie, was bald starten wird. Eugene, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Für mich auch. Und ich hoffe, ihr da draußen habt das auch so genossen. Abonniert uns überall, wo wir sind. Nämlich, wir sind überall. Bei Spotify, bei iTunes. Bei Spotify ganz neu. Genau. Also auf jeden Fall, wir brauchen noch mehr, die uns da folgen, weil das sieht sehr, sehr schön aus und fühlt sich gut an zu wissen, dass ihr zuhört. Ja, wenn ihr eure ASMR-Version rausbringt, dann wird das durch machen. Die Decke gehen. Genau, wir machen einfach mal so einen kleinen Trailer. Für Business-Leute, ja. Genau, damit die Business-Leute wissen. Für die Produzenten unter uns. Diese arme Business-Leute, die nur entspannen wollen. Genau. Da kommen wir ins Spiel. Das machen wir noch. Genau, Indie Film Talk Podcast ASMR. Und das war's von uns. Macht's gut. Ciao. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Goodbye. Bye. Ciao.